keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen kleinen Video hier aus WoW Legion und wir wollen heute mal ein wenig über Artefaktmacht sprechen. Das haben wir bisher ja so am Rande ein bisschen erwähnt, aber heute geht es mal konkreter darum, wie wir denn überhaupt diese neue Währung, kann man das vielleicht schon nennen, auf jeden Fall diese neue Ressource bekommen können, denn es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber vielleicht erstmal, was ist Artefaktmacht? Wir bekommen ja am Anfang der Erweiterung so ziemlich das allererste, was man eben macht, unsere Artefaktwaffe. In meinem Fall ist das eben diese schöne Stangenwaffe, Fangklaue als Überlebensjäger. Jede Klasse bekommt natürlich eine individuelle Artefaktwaffe, ist ja ganz klar. Und zusätzlich natürlich auch eine individuelle für jede Spezialisierung. Diese Artefaktwaffe ist mehr oder weniger eine Ergänzung zum Talentbaum, denn wir haben in jeder Klassenhalle einen Altar, einen Platz, wo wir unsere Artefaktwaffe modifizieren können. Ganz am Anfang, wenn wir die erste Quest abgeschlossen haben, bekommen wir bereits 100 Artefaktmacht und können damit den ersten Skill freischalten. Und wir sehen das hier sehr gut, dass das Ganze wie ein alter Talentbaum aufgebaut ist und wir nach und nach eben die verschiedenen Talente freischalten müssen. Jedes Mal kostet es 100 Artefaktmacht, das sehen wir hier sehr gut. Und wir sehen zum Beispiel, wir könnten jetzt nur das hier skillen, wenn wir über die nötige Artefaktmacht verfügen würden und können uns dann weiter vorarbeiten, wo wir halt eben hinwollen und können das ganz individuell entscheiden. Wollen wir zum Beispiel zuerst hier hin oder hier drüben oder nach ganz oben? Das obliegt dann wirklich uns. Hier oben, das sind die Slots für die Relikte, dazu kommen wir in einem anderen Video. So. Artefaktmacht, tolle Sache, aber wie bekommen wir überhaupt Artefaktmacht? Es gibt verschiedene Möglichkeiten in der Welt, nämlich einerseits über Quests oder Questbosse, dass wir dort als Belohnung dann eben Artefaktmacht bekommen. Es kann sein, dass eben seltene Gegner uns einen Gegenstand droppen, die eben Artefaktmacht gewährt. Das sehen wir zum Beispiel hier, habe ich drei verschiedene Arten von Kristallen, in grün, blau und lila. Dementsprechend werden wir gleich uns auch nochmal anschauen, wie viel Artefaktmacht wir dafür bekommen. Ansonsten kann es auch einfach von jedem Gegner so droppen in der Welt. Beispielsweise, ich habe die grünen Splitter wirklich einfach bei zufälligen Gegnern entdeckt, beziehungsweise dann ja erbeuten können. Weiterhin bekommen wir natürlich auch in Instanzen und in Raids Artefaktmacht. Da ist natürlich ganz klar, wenn wir einen Boss besiegt haben, dass wir da zusätzlich zum Loot noch mit belohnt werden. Weiterhin eben für die Spieler, die nur PvP spielen oder auch an PvP interessiert sind, die können eben auch über normale Schlachtfelder oder eben in der Arena Artefaktmacht bekommen, wenn sie diese gewinnen. Ist eine wirklich schöne Sache, denn man muss sagen, es gibt ja keine spezifischen PvP-Waffen, sondern jeder trägt da wirklich diese Artefaktwaffe, also müssen eben auch PvP-Spieler damit Vorlieb nehmen. Kommen wir nun aber zu den verschiedenen Splittern, die ich euch ja gerade kurz schon einmal gezeigt habe und ich werde euch auch noch zeigen, wie man diese eben erbeuten kann. Wenn wir jetzt irgendwo in der Welt herumstehen, zum Beispiel hier mitten in der Hütte oder irgendwo und versuchen diese zu benutzen, das funktioniert nicht. Wir müssen tatsächlich immer zu unserem Altar hin, zu unserer Artefaktschmiede, je nachdem wie das Ganze bei euch heißt. Und wir stellen uns davor und können dann das Ganze benutzen. So, alle werden auf einmal benutzt und wir haben 120 Artefaktmacht dafür bekommen für 12 Splitter. Das heißt 10 pro Splitter. Wir haben noch zwei blaue Dinger, die wir jetzt eben auch noch benutzen werden. Dafür bekommen wir 50, also 25 pro Stück. Und ein episches, welches wir ebenfalls benutzen. Und dafür bekommen wir 150 Artefaktmacht. Dabei muss man sagen, dass diese Zahlen noch mit sehr großer Vorsicht zu genießen sind. Es klingt jetzt wirklich sehr, sehr viel. Und wir wissen, dass die Aussage von Blizzard war, man soll zwischen 1 und 3 Monate eben benötigen, um das Ganze freizuschalten. Wir sind ja noch in einer sehr, sehr frühen Version von WoW Legion und dementsprechend kann sich da noch sehr, sehr viel ändern an den Zahlen. Dementsprechend, wie gesagt, gebt noch nicht allzu viel auf diese Zahlen. Wir haben jetzt 405 Artefakt-Power angesammelt. Das ist ganz ordentlich und wir können damit einige Sachen skillen. Zum Beispiel das erste hier, nämlich, dass unser Mungo-Biss mehr Schaden verursacht. Und wir können das munter skillen und haben dann
leider keine Möglichkeit weiter zu skillen, weil wir eben hierfür 300 Artefaktmacht brauchen und hier drüben auch 300. Aber wir haben das erste auf jeden Fall schon mal gelernt und haben noch ein bisschen übrig. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns doch mal gemeinsam an, ja, wo wir denn diese Splitter bekommen können. Die anderen Möglichkeiten sind uns leider derzeit noch verwehrt, aber es ist klar, wenn dann eben ein Dungeon-Boss liegt oder ein Raid-Boss oder man eben in einem Battleground gewonnen hat oder einer Arena, dass man das dann einfach bekommt, beziehungsweise vielleicht auch in der Form eines Items und dann auch hier benutzen muss. Aber schlussendlich ist das nichts Besonderes im klassischen Sinne, wie man das dann bekommt. Aber es ist auf jeden Fall ganz interessant. Wir suchen uns jetzt nämlich mal einen seltenen Gegner und wir sehen uns dann gleich wieder. Wir sind jetzt im Norden von Hochberg und vor uns steht Shara Teufelshauch. Wir sehen das sehr schön, ein seltener Gegner mit dem silbernen Drachen drumherum. Und wir wollen der guten Dame jetzt mal einen Besuch abstatten und schauen, ob sie Artefaktmacht für unsere Artefaktwaffe dabei hat. Das ist eigentlich ja relativ einfach. Also die Kämpfe sind vielleicht noch nicht balanced, kann man sagen. Also die Zahlen der Klassen sind ja sowieso noch nicht aussagekräftig in dem Sinne. Aber man hat momentan auch das Gefühl, dass die Gegner eben keine große Herausforderung darstellen. Dementsprechend sollte das hier kein großes Problem sein. Sie liegt ja auch schon fast, wir haben kaum Schaden genommen. Unser Pet tankt wirklich gut. Dementsprechend schauen wir doch mal, was die gute Dame für Loot für uns dabei hat. Und wir sehen es hier, wir bekommen einmal eine Stoffrobe, Stufe 700, blau, aber viel wichtiger, wieder einen kleinen Splitter. Zwar nur ein kleiner, aber immerhin. Soweit sei erstmal alles zur Artefaktmacht gesagt. Es kann sein, dass es zu einem späteren Spielverlauf oder in einer späteren Entwicklungsphase es noch weitere Möglichkeiten geben wird, eben an Artefaktmacht zu kommen. Vielleicht über Erfolge, Pet Battles. Es gibt da ja noch viele Möglichkeiten, wie man das Ganze quasi ja erweitern kann. Schätze wären beispielsweise auch noch eine sehr schöne Sache, dass man dort eben auch noch solche Dinger findet. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, ich habe euch mal eine kleine Übersicht geben können, wie das System funktioniert, was man machen muss, um die Artefaktmacht zu erhöhen, beziehungsweise auch, wie man sie ausgibt. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Kabasch.